Jojo, Freunde, herzlich willkommen im Sommer. Ja, auch hier bei uns im kalten Deutschland ist der Sommer angekommen. Die Tage werden wirklich nice warm. Und die Nachfrage war super hoch bezüglich Sommer-Outfits. Also nicht, dass wir irgendwie Top-T-Shirts oder Top-Sneaker und so weiter vorstellen, sondern eine Kombination aus verschiedenen Pieces, die man zusammen rocken kann, damit man für diesen Sommer fresh ist. Und wir haben für dieses Video euch drei frische Sommer-Outfits rausgesucht, wo man bei den einzelnen Pieces auch ein bisschen variieren kann, sodass man mehrere Outfits am Start hat. In diesem Video decken wir jetzt erstmal nur die Basics ab, also Sneaker, Socken, Shorts, bzw. Hose und Oberteil. Für ein ultimatives Sommer-Outfit spielen natürlich auch Sachen mit rein, wie Sonnenbrillen, Ketten, vielleicht Ringe, Schmuck, Uhren oder auch Caps. Das alles würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, deswegen hier nur die Basics. Aber da ist schon eine Menge dabei, wo man sich dran inspirieren kann oder was man auch 1:1 sich so holen kann. Deswegen, let's go mit Outfit Nummer 1. Wir starten bei den Sneakern. Es sind die Vans Old School. Das ist wirklich ein klassischer Sneaker, den kann man zu verschiedensten Outfits rocken. Und er sieht auch sehr, sehr nice aus. Und zudem ist er auch noch super günstig. Hier zum Beispiel in der Größe 42, reduziert auf unter 60 Euro. Das habe ich kombiniert mit der Dickies Work Shorts. Ich finde hier auf dem Produktbild sieht sie vom Fit her nicht ganz so nice aus, wie sie eigentlich ist. Aber ihr seht sie gleich nochmal, wie sie bei mir fittet. Die ist auch in vielen Größen reduziert und eine coole Basic Black Shorts für den Sommer. Was ich dann ganz gerne mache bei den Vans Old School sind so hochgezogene Socken. Finde ich, sieht auch richtig dope aus. Da kann ich diese hier von Classics empfehlen. Im 6er-Pack 18,99. Dann habt ihr auch keinen Sockenmangel mehr für den Sommer. Sind auch super weich. Aber wer hier für den Sommer auch den Flex mitnehmen will, kann mal ein Auge auf diese Off-White Socken werfen. Kann man auch sehr fresh hochziehen. Und gerade reduziert um 20 Euro. Für einen Fuffi kriegt man die schon. Machen auch nochmal einen nicen Akzent. Für wen es zu teuer ist, aber der auch einen Brand-Akzent setzen will, dem kann ich diese Champion-Socken empfehlen. Auch sehr nice für den Sommer. Alle Links zu den Produkten, by the way, in der Beschreibung. Und bei diesen Pieces ist es halt nice, weil man hat oben super viel Spielraum. Was ich da zum Beispiel sehr gerne dazu rocke, ist das Adidas Pastell-T-Shirt. War auch Teil unseres Top-T-Shirts-Videos für diesen Sommer. Check das ab, wer es noch nicht gesehen hat. Kommt zum einen in einem Lachston, zum anderen aber auch in Elfenbein, was auch super beliebt bei euch war. Kommt auch hier mit Adidas Backprint, sehr, sehr fresh. Die sind mittlerweile in vielen Shops schon sold out, im Artikel auf immerfresh.de. Das ist quasi der Artikel zu diesem Video. Da gibt es nochmal eine Menge Shops aufgelistet und vielleicht auch noch das ein oder andere Produkt, was man dazu kombinieren kann. Ich habe euch schon gesagt, dass man zu diesem Outfit eigentlich super frei oberhalb farbliche Akzente wählen kann. Ich feiere Oversize sehr und da ist auch dieses Carhartt in Babyblau sehr nice. Verlinke ich euch ebenfalls. Und noch weitere T-Shirts, die man zu diesem Outfit kombinieren kann, auch noch im Artikel. Erster Link in der Beschreibung. Zum Beispiel auch das Knall-T-Shirt aus unserem Top-Sommer-Video. Weiter geht's mit Outfit Nummer 2. Was ich hier genommen habe, sind einmal Casual-Sneaker, dann eine Cargo-Shorts, eine Summer-Cargo. Und oberhalb habe ich jetzt Oliv genommen. Was aber auch sehr fresh für dieses Outfit kommt, ist Navy oder auch so ein Washed Grey. Der Grund, warum ich oberhalb Oliv gewählt habe, ist, weil ich als Sneaker den Nike Air Force One Hyper Crimson gewählt habe. Finde ich ein sehr fresher Sneaker. Ist aber limitiert und leider oft ausverkauft. Alle Shops, die ihn noch führen, findet ihr im Artikel auf immerfresh.de. Sonst, wenn der in eurer Größe nicht verfügbar ist, verlinken wir euch noch eine Übersichtsseite mit aktuell verfügbaren freshen Air Force One Modellen. Und schaut da einfach rein. Sehr safe fahrt ihr auch mit diesem Modell, mit dem schwarzen Swoosh, das auch Casey Rebel sehr gerne trägt. Das bietet euch beim Oberteil auch nochmal viel Spielraum. Bei der Hose, finde ich, kommt die LFDY Summer Cargo super fresh. Leider in Größe L schon sold out. Aber wird vielleicht noch gerestockt, ist preislich etwas höher. Mit 130 Euro. Für günstigere Cargos checkt unser Top-Cargo-Hosen-Video. Aber die ist auf jeden Fall für dieses Jahr sehr empfehlenswert. Oberhalb habe ich dieses olivene Oversize-T-Shirt genommen. Sehr, sehr günstig und sehr preiswert, kann man nichts falsch machen. Weiß kommt auch sehr fresh und weitere T-Shirts, die man zu diesem Fit kombinieren kann, gibt es auch nochmal auf immerfresh.de. Was die Socken angeht, empfehle ich auf jeden Fall diese Nike Crew Socks. Und generell gilt, wenn ihr schwarze Sneaker habt, wie zum Beispiel den Hyper Crimson, schwarze Socken anziehen, wenn ihr weiße Sneaker habt, wie zum Beispiel den zweiten, den ich euch vorgestellt habe von KC, weiße Socken. Kommen wir zu Outfit Nummer 3, das ich mir selber genauso auch geholt habe. Allerdings ist ein Piece noch nicht angekommen, deswegen haben wir nicht ein Foto vom kompletten Fit. Aber als Sneaker hier die Air Jordan 1 mit Tops. Sehr fresh und auch sehr nice, um Socken dazu hochzuziehen. Gerne auch von Nike oder von Jordan. In dem Fall sollten die auf jeden Fall weiß sein. Dann als Shorts, auch eine Shorts, die ich sehr feiere, die auch hier gerade reduziert ist, die Jordan Jumpman Diamond Shorts. Auch sehr bequem. Und als Oberteil dieses Jordan Air T-Shirt. Gerade wer Prince feiert, ja, weil die ersten beiden waren ja mehr basic. Wem Rot zu knallig ist, der kann die Jordan Diamond Shorts auch in Schwarz holen. Ist hier zwar in allen Größen ausverkauft, aber im Artikel verlinke ich euch noch weitere Shops. Inshallah gibt es die noch. Da haben wir als Oberteil dieses Hugo T-Shirt mit Hugo Berlin Streifen.
Habe ich auch jetzt gerade an. Hat einen sehr angenehmen Fit, weil es an den Ärmeln sehr locker ist und oben trotzdem relativ tight sitzt. Das kann man sehr gut zu der Jordan Diamond kombinieren. Sonst ist auch dieses Modell aus der aktuellen Jordan-Kollektion sehr fresh, eben wiederum der Printfilm. Ansonsten haben wir auch noch ein sehr günstiges am Start, was gerade um 50% reduziert ist auf 15 Euro. Dieser Shop hat aktuell auch 50% Rabatt auf Herrenbekleidung. Da findet ihr auch enorm viele und freshe Pieces für den Sommer, die sehr günstig sind. Verlinken wir euch auch. Zu der schwarzen Diamond Jogger würde ich Jordan Midtops eher in schwarz empfehlen. Wie zum Beispiel der Black Satin, den auch Clemens hat. Auch schwarz-rote Elemente. Oder der aus der Fearless-Kollektion. Also jeder Jordan in schwarz-rot kommt eigentlich fresh. Wir verlinken euch auch nochmal eine Übersichtsseite von allen aktuell verfügbaren Air Jordan 1 Modellen. Also wenn ihr die weißen Sneaker dazu kombinieren wollt, könnt ihr das auch machen. Aber dann würde ich auch oberhalb was Weißes anziehen. Auf welches Video habt ihr als nächstes Bock? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten euch einen freshen Tag und bis gleich im nächsten Video. Peace.